Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Spukforst und ja, wie man sieht hier, Gruselgeschichte wird getestet im PvE und das mache ich natürlich gleich direkt im Spukforst. So, meine Teammates sind natürlich auch gleich hoffentlich dabei hier. Oder auch nicht. Da fehlt noch einer. Warum fehlt da jetzt noch einer? Naja, Maske muss ich auch noch looten, wollte ich gerade sagen, nein, stimmt gar nicht, Level muss die Maske auch noch. So, ich zeige es kurz mal eben, was ich hier drin habe. Ja, die Beutezüge sind natürlich auch wieder drin, also hier einmal jetzt Gruselgeschichte wird getestet hier, dann muss ich Löwengebrüll hier auch noch spielen, weil ich Granatenwerferkills brauche und die Maske muss ich auch noch leveln und ja, mal schauen, was gleich abgeht oder nicht, ich hoffe mal, es geht auch gleich ab, weil irgendwie ist nur einer drin. Ich sage, die Beutezüge muss ich auch noch fertig machen alle, damit ich halt hier den großen fertig habe, ich brauche noch 5 Stück, die werde ich alle jetzt schaffen und deswegen ist das ganz easy, finde ich, und ganz gut zu machen, aber müssen natürlich vollständig sein. Jetzt sind wir vollständig. Ich hoffe mal, es geht los. Ich weiß nicht, warum der hier rumeidelt. Aber wir hoffen einfach mal, dass es gleich losgeht. Und dass die Teammates auch gut sind. Wenn nicht, dann ist Mist. Ich starte jetzt einfach. Der ist wahrscheinlich gerade kurz AFK. Das gehört dazu. Aber... ist egal, die ersten Phasen sind eh easy. Geht da dort halt zwar dann vielleicht ein bisschen länger, aber wir legen jetzt einfach mal los, weil sonst kommt es auf den Keks. Die Supers am besten für die Albträume aufbewahren, ja. Aber wie ihr seht, ist das schon sehr gut hier. Hier halt schön. Sphären zu erzeugen. Granatenkills brauche ich, wie gesagt, auch. Jetzt haben wir halt erstmal zu zweit hier durch. Naja, gut, ist halt so. Ja, wie gesagt, schön schnell Zweige räumen, schön viele Gegner schnell abschießen, ja, damit die Zweige schnell geräumt werden. Das Problem ist, wie gesagt, immer noch die Teammates, wie man gerade sieht. Ah, da haben wir schon gut abgezogen. So, wie gesagt, Granatenkills for the win. Nur eine Mühle geschossen, manchmal. So, no aim, no fame, wie man gerade sieht. Das Ding ist gar nicht so einfach zu spielen. Schon rumspringen bei den Hangings hier. Man muss natürlich auch mal links drauf achten, was gerade hier aktiv ist. Und wenn es hier nichts aktiv ist, und wenn es hier alles easy. So, jetzt kommt der andere auch endlich. Nein. So, geht doch. So, wo ist jetzt hier der Ausgang? Ja, es ist alles hier First Try am heutigen Tag. Dementsprechend verzeiht man meine ganzen Fehler und Fails. Und ja, hoffentlich wird es hier einigermaßen okay jetzt hier. Ja, wo muss ich denn lang? Wo muss ich denn lang dahin? Ja, das Problem ist natürlich auch, wenn es dunkel ist, dann kann man ganz schnell mal irgendwo runterfallen. Muss auch ein bisschen aufpassen. Aber hier doch, oh. Dann wird er natürlich mal abhauen. So, schon mal den Gegner besiegen hier. Das geht natürlich, die werden natürlich stärker von Albtraum zu Albtraum. Aber so kann es gehen. Da ist man schneller weiter. Ja, das kostet natürlich alles sonst Zeit. Mal gucken, wie weit wir hier auch wirklich insgesamt kommen mit dem Team hier. Mal gucken. Aber eigentlich dürfen morgens eigentlich nur die Cracks unterwegs sein. Weil, es ist Montagmorgen, früh am Morgen. So. Natürlich mal schön Sphären machen. Jetzt ist zum Beispiel Glas aktiv, links sieht man Glas, rot am Leuchten mit dem 3 Gramm. Ja, also muss ich auch mal drauf achten, was gerade aktiv ist. Dementsprechend spielen, es kommt mal Blackout oder Reibung, kommt auch noch. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. So, wieder Maske leveln, muss ich auch noch, wird auch als zu den Triumphen. Meine Beutezüge fähig machen, wird auch noch dazu und ja, guck mal. Hier bin ich direkt tot. Und ganz wichtig, wenn einer stirbt, wiederholen und nicht selber starten irgendwie.
fängt man wieder von ganz von Anfang an und das dauert halt Ewigkeit, bis man wieder zurückgerannt ist. Wenn man schon viele Zweige geräumt hat, das ist eher suboptimal. Das hilft dem Team eigentlich nicht. Am besten halt warten, bis man wiedergeholt wird, außer es ist eine ungünstige Position. Oder gleich am Anfang, aber sonst am besten noch wiederholen. Ich treffe gerade mal gar nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Endlich. Oh, ist der Ritter wieder da, den kann man nicht besiegen. Ich habe irgendwie mal gelesen, man kann ihn mit der Traktorkanone an gewissen Orten oder Positionen runterschubsen. Aber ja, was wohl rauskommt, dann weiß ich nicht. Jetzt geht der auch noch drauf. Ja, die lasse ich jetzt aber liegen, weil der ist doof. Auch wie ich gesagt habe, man soll die wiederholen, aber ganz ehrlich, der ist ziemlich bescheidener Spieler. Da habe ich keine Lust zu. Den lasse ich zwar liegen, gell. Jetzt auch nicht die Feinenglischen liegen zu lassen, aber wie gesagt, ich wenn er vorhin schon AFK war und so und ich glaube, der spielt das erste Mal oder so. So, wie gesagt, die Gegner, die Albträume schnell besiegen. Am besten super dann bis zum Schluss behalten, außer es gibt hier zu starke Gegner. Aber so geht das eigentlich ganz gut. Mal gucken, bis welchen Rang wir kommen hier, bis welchen Zweig. Ah, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ja, und das ist hier alles Casual Play, ne? Also, ich sage jetzt hier nicht, dass ich irgendwie super Pro-Gamer im Spielpost bin oder irgendwas. Nee. Das ist ja alles Normal-Play hier, ne? Also, ab hier gerade. Super. Der hintere Ritter ist wieder da. Das Reibung ist aktiv, muss man halt auch wieder aufpassen, ne? So, wo geht's lang? Da hinten. Der Ritter, der kann einem bei Blackout zum Beispiel mal eben ordentlich eine verpulen und ist Feierabend. Also es geht ziemlich schnell, wenn Blackout aktiv ist. Dann kommt der Ritter angelatscht da und dann geht's einmal zack, bumm und dann war's das. Mit Meisterwerkwaffen reingehen ist natürlich noch cooler, ja, dann macht man die ganze Zwergen, auch für alle anderen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut und hilft auf jeden Fall, um die super voll zu kriegen. Wie gesagt, man braucht mal super auf jeden Fall bei den Albträumen, da geht es einfach schneller, wie gesehen. Und wenn alle auf einmal die super einsetzen, ist er sofort weg, der Gegner, eigentlich ziemlich nice. So, wo ist die Dorfgegangenheit? Wiederholt? Ja, da wiederholt. Ist auch gleich tot. Der Sniper hat mich weggeholt. Das ist natürlich immer richtig übel, sowas. Oh, der Ritter kommt. So, und ich brauche eine höhere Position und mache von hier weiter. Oh, gut. Gerade so geschafft. Da habe ich gerade echt mega doof gespielt. Aber gut. Egal. So. Albträume schon mal erledigt, den Beutelzug hier. Ja, geht ziemlich fix, wie gesagt. Wenn man die Super noch voll hat. Eigentlich ziemlich nice. Muss natürlich auch die richtige Super mit haben, ne? Aber hier der Kamehameha hier ist ziemlich gut. Am Warlock. Ah, sorry fürs Husten. Aber lässt sich morgens nicht vermeiden bei mir. Ich weiß nicht wieso. Muss man untersuchen lassen. Ich schieße noch mitten rein, ey. Boah, kacke. Gehen jetzt auf einmal. Ich hole ihn gleich wieder. Wenn ich nur runterkomme wieder hier. Und schon wieder gut, okay. Alter, ich treffe überhaupt nicht mehr gerade. Immer so. Immer wenn ich Aufnahmen mache, dann spiele ich immer
richtig bescheiden, weil ich halt immer rede und nicht hier aufs Spiel konzentriere. Normalerweise spiele ich viel, viel besser. Hey. Naja. Ich glaube, hier ist natürlich auch nicht so gut für alle, wenn man direkt in den Gegenspieler oder den Gegner reinballert und den Granatwerfer hat sich auch Damage. So, ja. Geerde war aktiv. Okay, man darf da nicht springen. Wie gesagt, ich will mal links gucken, was aktiv ist. Habe ich überhaupt vergessen komplett, dass ich da bei ihm gucke. Ja, da treffe ich auf der Entfernung, ist klar. Ist klar. So 90%. Ich wollte nur auf meinen Super Ready hier. Das ist gut. Ich treffe hier nicht. Jetzt habe ich meinen Super nicht ready. Das ist gar nicht gut. Leute, ich habe meinen Super nicht ready. Ja, so geht es halt mega fix. Ja, und das Automatikgewehr ist ein normales Automatikgewehr. Große Geschichte. Wie gesagt, kann man hier spielen. Wie gesagt, ist halt ganz gut, was das Meisterwerk ist. Dadurch erzeugt man Sphären. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, das ist schon sehr gut. Maximaler Zweig war bei mir bis jetzt 7. Mehr habe ich nicht geschafft bis jetzt. Aber ist auch gut, würde ich sagen. Sphären machen, Sphären, Sphären, Sphären sind wichtig und braucht gleich die Super wieder. Die anderen machen auch fleißig Sphären, sehr gut, sehr nice. Schöne Sache. Ich glaube, die haben alle große Geschichte drin, ne? Ist gut. Hä? Kommt gleich wieder zurückgeworfen, der. So, was hier aktiv? Blackout, also Nahkampf, okay. Das ist natürlich auch übel, die ziehen auch kurz ab. Ist ja sein Super eingesetzt, warum macht er sowas? Ja, das war schon mal easy. So, weiter geht's. Ich glaube, das ist 7 kommen wahrscheinlich diesmal nicht, aber 6 würde machbar sein. Kommt mal drauf an, wie der Spukforst hier einem die Zonen hier gibt und die Gegner gibt. Ja, das hat damit auch viel zu tun. Wenn man Pech hat, kriegt man halt eben üble Gegner gleich direkt immer nur und dann kann man gar nichts machen, so ungefähr. Oh, vorbei geworfen ohne Ende. Das ist auch blöd von mir. Wieso treffe ich mit dem einfach nicht? Ich weiß auch nicht. No aim, ey, no aim. Aber nie gut. 100%, alles klar, schon gut. So, gut, die sind die Bratzeln, ich stehe andersrum, okay. Wie man gesehen hat, der wird schon stärker. Jetzt bin ich hier gleich runter. Okay. So, das hat schon wieder ein bisschen länger gedauert. Jetzt werden schon stärker. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter. So, mal gucken, wie sieht eigentlich mein Geist aus? Kann man Geist nicht rausholen? Warum nicht? Okay, mein Geist ist schon draußen, deswegen kann ich nicht rausholen. Komisch. Eigentlich wollte ich mal zeigen, ich habe eine neue Projektion. Der Schrecken akkurat abgeschlossen, aber auf der Kante gelandet. Ja, das kann auch passieren. Direkt auf der Kante gelandet und man stirbt einfach direkt. Nett. So, Glas und Blackout ist aktiv, das wird schon schwieriger jetzt. Dann sollte man probieren, oben zu bleiben.
wird schon schwieriger. Aber vielleicht schaffen wir ja noch den Zweig gleich. Mal gucken. Boah, jetzt drückt er mich hier weg. Mann. So, ich brauche unbedingt noch hier Abschüsse, weil ich habe noch keinen Super Ready, wenn das gleich zum Endgegner geht. Ich habe auch nur 3 Schuss beim Raketenwerfer drin. Ist ein bisschen mickrig, aber hier sind erst für 30%, dann geht es vielleicht noch. Mal gucken. So, Glas und Blackout sind immer aktiv. Das ist gestapelt anscheinend. Gegner hier, die... Ah, da. So, mein Super ist auch nicht ganz ready. Da muss ich ja mal kurz noch ein paar Sphären machen. Wie gesagt, Sphären machen ist hier mega wichtig im Spook Force, um seinen Super voll zu kriegen. Das ist halt mega, mega wichtig. Das ist so geil, ey. Okay, irgendwann hat's mal getroffen. Okay. Den Beutzug auch erledigt. Wird er hier auch irgendwo? Oh oh. Ja, immer Positionen suchen, wo man am besten von oben so ein bisschen schießen kann. Irgendwo kippt es noch einer rum. Naja, geht weiter. Muss weiterkommen, keine Zeit. Oh, wo bin ich hier? Wo sind hier die Gegner? Keine Gegner da? Was ist das denn? Das verstehe ich jetzt gar nicht, warum keine Gegner da sind. Komisch. Ja, ist klar. Ja! Hä? Das ist ein geiler Bus. Naja. So, okay. Oh, da liegen überall Sphären und so. Nein! Oh, verdammt. So. Letzter Zweig. Hat es auch noch ganz gut geschafft bis jetzt. Mal gucken, wie oft wir es jetzt auch noch gut durchschaffen. Ist Reibung und Blackout aktiv links. Ach man. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade wieder aufgetaucht bin, aber das funktioniert eben. Irgendwie. Natürlich dann auch das so machen, dass man zum Beispiel die Ausrüstung so einstellt, dass man, wenn man über eine Sphäre läuft, dass man wieder Energie kriegt oder so. Ja, man kann natürlich seine Rüstung dementsprechend auch noch einrichten hier mit den Perks, was ich da eingestellt habe. Aber mit so wie es gerade eingestellt ist, läuft es eigentlich ganz okay. Ach, von der gefallen. Sehr gut. Okay, jetzt wieder Einstieg eingeschränkt. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Also wenn wir jetzt sterben, alle haben wir die A-Karte, wie gesagt. Jetzt müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Das war es jetzt auch schon sozusagen. Jetzt müssen wir noch zum Albtraum kommen. Nur ist gut. Wir müssen erstmal hinkommen.
natürlich so eine Alarmgegner kommen, die, ja gut, diese komischen Dinger hier bauen, aber wollen hinterlassen. Dann geht das eigentlich noch, wie gesagt. Mal hier gut alles wegfischen, auch Explodierer und so sind ganz nett mal. Darf man natürlich hier nur nicht in die Pest reinlaufen, oder was sein soll. Boah, komm ich auch mal weg. So, 90%. Sieht ja gut aus. 5 schwere Muni. Erstmal für den Raketenwerfer. Auch alles gut. Ein guter Dinge, dass wir gleich den Boss gleich den 2-7 sofort wegkriegen. Da Fails sind natürlich auch hier inbegriffen, wie gesagt. Ja, das ist ja alles. Ah, okay, geht los. Letzter Gegner, letzter Albtraum. Wer ist das? Ja. Die. Nächste. So, Feierabend. So, das war jetzt hier der Spukforce. 7-2 geschafft. Ja, muss ich hin? Da. Eigentlich ganz nett. Wie gesagt, hier kann man ja reinfallen. Ja, da muss man ein bisschen gucken, dass man da nicht reinfällt. So, da verschwindet ja irgendwann schon der Boden. Deswegen schön rüberschweben. Läuft. So, dann sammelt man hier noch ein paar Seelenbruchstücke ein. Und so kann es gehen. Eigentlich ganz okay. Wir gucken gleich nochmal kurz die Beutezüge an, die ich fertig gemacht habe. Und nochmal kurz die Maske, wie weit ich denn da bin. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt erstmal. Lief mit dem Team doch ganz gut. Bin ich mit zufrieden. Ich gehe auch gleich wieder rein. Wie gesagt, ich muss ein paar Sachen noch machen. So sieht es im Moment hier aus. So sieht die Statistik aus. Habe mich ja ganz wacker geschlagen. Der andere war besser als ich. Aber insgesamt war das soweit ganz okay, auch mit dem Team. Am Anfang habe ich gedacht, gut, der eine da, der Matrase oder was, hat es nicht so richtig drauf, aber hat auch noch irgendwie funktioniert. So, jetzt wollen wir erstmal kurz mal den ganzen Kram hier angucken nochmal eben. Wie gesagt, große Geschichte, wie gesagt, Waffen mit natürlich mit den Perks hier mit Meisterwerk am besten hier nehmen, ja, im Spukforst, damit man die Sphären macht, dann geht es mega easy. Bei den Albträumen, mit den Zwischengegnern habt ihr schnell besiegt und erledigt. Natürlich die Masken leveln, ja, wie gesagt, ich muss jetzt hier 3 Zweige erledigen, Perk-Zweige. Also ich muss hier noch 3 Albträume besiegen, dann bin ich beim nächsten Perk. Und zwar hier erhöhte Drop-Chance für schwere Munition bei einem Kill. Das ist ja, wie gesagt, es sind 3, also ich muss 30 Albträume töten pro hier Mod-Ausrüstung für die Mütze hier, wollte ich gerade sagen, für den Helm. Oh, ich bin ganz unkonzentriert, bin ich gerade. Mann. Zudem natürlich hier die Events, ne, im Augenschein behalten, was man hier so machen muss. Ja, das sind hier Sachen, die alle zu erledigen sind. Ja, wie gesagt, das ist alles Fleißarbeit, aber es ist alles zu machen. Und werde ich auch probieren zu machen, weil, wie gesagt, bis zum 6. November ist noch Zeit. Dementsprechend werde ich jetzt auch noch probieren, alles zu erledigen. So, jetzt Beutezüge habe ich jetzt, wie gesagt, glaube ich, 4 erledigt. Ja, so, löse ich auch mal eben alle ein. Wie gesagt, da kommen immer nur Seelenbruchstücke raus. Und ihr müsst halt auch mal neue Masken noch kaufen und so. So, da zum Beispiel hier schieße schmerzige Match ab, wenn du auf Festival der verlorene Maske trägst. Da braucht ihr einfach nur ins PvP-Match reingehen und zum Ende hin, kurz zum Ende, einfach die Maske aufsetzen. Habt ihr das auch schon erledigt. Ihr müsst nicht die ganze Zeit die Maske tragen, sag ich gerne nochmal. Dann kommt der Beutezug hier noch. Ich brauche noch einen und den hier zwar. Und dann bin ich durch damit hier. Und ja, das ist der Spukforst. Das war die Gruselgeschichte im PvP als Test. So, dies und das. Wie gesagt, so kann man es machen. Nimmt eine gute Super mit. Wie gesagt, Sturmbeschwörer habe ich jetzt gerade aktuell genommen. Ja, noch nicht ganz fertig gelevelt, aber bald. Und ja, viel Spaß beim Spukforce-Spielen. Und wie gesagt, ich mache das Ding fertig. Also das Event wird komplett gelevelt. Auch die Triumphe und so, das Ding wird fertig gemacht. Da gibt es nichts dran zu rütteln. So, aber 15 Seelenbruchstücke habe ich jetzt im Moment. Ein bisschen wenig, aber die kommen nach und nach. Und da muss man ja erstmal noch Masken kaufen und so. Und ja, Meisterwerkkerne gibt es dann auch noch mit dem Hauptbeutelzug. Ja, danke nochmal fürs Zusehen und Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüss.